So, ihr Wühlmäuse der Verdammnis, Servus, willkommen und ihr könnt euch jetzt quasi einen Orden anstecken, denn ihr habt es geschafft, auf dieses Video hier zu klicken und seid damit herzlich willkommen zur 6. Ausgabe mittlerweile von Nickels Battlelog. Natürlich, wie könnte das anders sein, mit mir, dem Nickels. Servus, meine Freunde. Wir spielen heute mal wieder Black Ops 2, natürlich auf der PlayStation 3. Das ist einfach ein wundervoller Brei. So, ich bin der Reimekönig und wir gehen natürlich wieder in ein öffentliches Spiel. Hier habe ich mich gerade schon ein bisschen umgeguckt. Wir haben natürlich nur wenige Möglichkeiten auf Level 27 mittlerweile. Also ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen gespielt in der Vergangenheit zu den letzten Runden, ne? Gucken wir mal. Klar, ich habe mal eine Klasse mit der Vector gemacht, da ist natürlich noch nichts freigeschaltet, das ist doof, aber ich habe natürlich meine PDW mir nochmal genauer angeguckt und hier die Fall, da ist ja auch noch nichts drauf, was soll's, wir kriegen das schon irgendwie hin, wir müssten ja nicht super professionell spielen. Also, wir suchen uns ein Spiel und jetzt natürlich die Frage, was für ein Modus? Multiteam wäre ganz lustig, frei für alle ist mir zu viel Gewusel. Sprengkommando. Ne, Abschuss bestätigt. Ich glaube, wir machen mal eine Runde Abschuss bestätigt. Mal sehen, auf welcher Map. Wir werden da schon irgendwas finden und Spieler sind bestimmt auch genügend. Ja, offensichtlich funktioniert das ganz gut. Hoffentlich. Ah ja, auf High Jacket mal wieder die internationalen Gewässer. Offensichtlich verfolgt uns diese Karte. Das ist ja frech. Wer die letzten Folgen gesehen hat. Oh, wir starten. Wir starten. Alter, das ist laut auf meinem Kopfhörern. Das ist ja frech. Wir scheinen direkt eine Granate zu werfen, weil man das so macht und ich sterbe direkt. Ich muss mich ganz kurz wieder reinfinden. So. Ja, okay, wir sehen schon. Wir starten, oder wir starten. Wir starten mitten in die Runde. Leer geschossen. Hier ist bestimmt wieder ein Sniper am Start. Nee, doch nicht. Okay. Erstmal Granate. Wow, okay. Bin beim Nachladen. I am a Legend 187 hat mich schon mal hart genatzt. Gut, damit gehe ich mit einem 0 zu 2 in die Runde. Das ist natürlich nicht so mega problemlos. Aber ich kenne. Hier noch eine Dingswerfen. Oh, da haben wir sogar. Ich dachte, wir hätten da einen erwischt. Oh, ist eine Marke shit. Oh. Sollen wir doch die Marke ein, du Vogel? Abschuss bestätigt. Da kam gerade einer. Rain, aber wenn da zwei drin sind, weiß ich nicht, auf wen ich zuerst schießen soll, dann bin ich überfordert. Ganz einfach. So. Ich konzentriere mich mal primär mehr auf die Punkte machen, denn darum geht's ja. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Ja, scheiße. Muss die Punkte einsammeln, Mama. Hab sonst keine Chance. Worauf schießt du? Abschuss, erstmal Abschuss verwehren. Erschütterungsgranate geworfen. Okay, da ist eine geflasht. Abschuss. Die Sau. Oh, scheiße. Dann kann man nach hinten. Auch doof. Doof, doof, doof. Doof, sag ich euch jetzt. Wie lange geht die Runde eigentlich noch? Ne, 5 Minuten. Okay, das ist jetzt nicht allzu lang. Wow. Die kommen ja von überall. Ich sehe gerade, unser Team ist auch. Ach du Scheiße. 2 Level 1, ja. Na gut. Erschütterungsgranate geworfen. Erstmal wieder die. Na los, na los! Flash reinhauen, wie man das so kennt. Weg die Sau. Punkte einnehmen. Scheiße. Ich dachte, ich könnte durch die Wand ballern, aber das ist mir nicht vergönnt. Klappt das? Scheiße. Jupiter Schmidt. Ein Drecksname. Jupiter Schmidt. Naja, Master. Oh. Scharfschütze erledigt. Vorrück. Er wirft wieder mit C4. Was soll das denn, Leute? Boah, ich hasse diese Wichser mit ihrem C4, wa? So eine Arschkrampe. Man hat einfach keine Ahnung von dem Spiel und meinen sich nicht anders helfen zu können. Feind ausgeschaltet. Scheiße. Meint uns von hinten snacken zu können. Oh Gott, ich muss erstmal wieder reinkommen. Lol, von wo kam ich? Von wo kam? Von wo? Ach, da ist ein Helikopter in der Luft. Ich habe mich gerade schon gewundert, von wo ich. Oh oh.
von wo ich beschossen werde. Ich war verwirrt. Ist hier unten einer? Einfach mal gucken. Oh. Bleib bei mir. Sieht nicht so aus. Was geht denn bei euch eigentlich so ab momentan? Scheiße. Waffe leer, Deckung. Überforderung. Boah, bin ich eingerostet oder was? Sehr krass. Ihr merkt es schon, ich bin momentan stark auf dem Battlefield 3 Trieb. Squarepants. 5-13, das ist ja voll schlecht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Stimmt doch. Bedrohung neutralisiert. Verbündete Drohne nähert sich. Der eine ist hier. Lebt hier einer? Ah, scheiße. Vielleicht mal eine andere Waffe probieren. Nein. Ich bleib bei der PDW. Die ist ganz in Ordnung. Was bist du für ein Loot? Oder was bin ich für ein Loot? Schlecht geschossen und der mit einer Shotgun, Alter. Boah. Die Konterdrohne nähert sich. Hilfe? Erstmal den Typen durch die Wand geben. Kann ich hier rüber? Warum kann ich hier nicht rüber? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal gucken, wer hier so rumlungert. Wow. Erstmal hier oben ausräuchern. Oder wir verlieren einfach mit 65 zu 100. Schlechte Leistung. Missionsprofil gescheitert. Mit 6 zu 15. Das war natürlich nur ein Aufnahme, eine Dingsrunde hier, ihr wisst schon, na komm, da schon. Das war natürlich nur eine Aufwärmrunde. Schlecht, aber ach, Abschluss bestätigt ist auch voll Bullshit. Kann ja sowieso keiner das spielen, ist ja scheiße. Also suchen wir uns gleich mal eine neue Lobby. Ja, Lobby verlassen und dann spielen wir nämlich ganz wundervoll eine Runde. Ja, macht mal Herrschaft. Wir spielen mal eine Runde Herrschaft, da werden wir auch schon was Schönes finden. Was geht denn bei euch momentan so ab, liebe Zuschauer? Heute ist, lass mich mal aus dem Fenster gucken. Ja, ganz angenehmes Wetter. Es ist nicht warm, es ist nicht kalt. Erstmal alle stumm schalten. Sehr bewölkt, aber jetzt gerade eben so. Jetzt kommt die Sonne gerade so ein bisschen raus. Das ändert natürlich auch die Temperaturen so ein bisschen. Also es ist wirklich ganz angenehm. Man kann durchaus mit leben. Ansonsten, was läuft bei mir momentan so? Ja, stets in der Aufnahme am Arbeiten. Ihr kennt mich. Ich bin da ja ein kleines Arbeitsmonster. Was ich momentan allerdings mache in meiner Freizeit. Nicht zocken, sondern ich lese. Ja, die PDW erstmal probieren. Ich lese momentan einen neuen Roman, den ich mir gekauft habe. Ich bin eine kleine Leseratte, allerdings nur bestimmte Romane, nämlich Science Fiction. Die Ziele sicher. Um genau zu sein, Star Trek, alles was die ganzen Serien vorführt. Und das finde ich halt wirklich richtig geil. Bewaffnetes Ziel! Bravo, abgeschossen! Erstmal. Oh Gott, mein Gott, keine Ahnung. Ich dachte erstmal Doppelkill. Double Kill, so. Aber, das war mir dann einfach nicht verwehrt, meine Freunde. Aua, von wo bekomme ich Schaden? Bravo wird gesichert. Auf die Beine. Von überall. Boah, ich stelle mich echt richtig nubig an, das geht nicht klar. Feindliche Drohne nähert sich. B wird gesichert. Granate! LOL! Leute, wir müssen mal ein bisschen punkten, bitte. Wir sind in Front. Warum treffe ich den denn nicht? Haftgranate geworfen! Ich glaube, ich stelle mich gerade richtig, richtig noobig an. Feindliche Drohne nähert. Kommt mir so vor, jedenfalls.
Ist auch so, also wir müssen das nicht bestreiten. Wir verlieren B. Hinter mir, weil was anderes kriege ich nicht hin, Mutti. Der Feind hat B. Oh oh. Bravo fürs Gesicht. Auf die Beine! War hier nicht. Na, Scheiße. Ja, der hat ja auch eine Submachine Gun, wie man so schön sagt. Ja, Jungs, jetzt lasst mich hier aber auch mal. Boah, warum ist denn hier jetzt Rauch? Was soll denn der Mist? Aua. B wird gesichert. Wollte ich da gerade einen Verbündeten erschießen? Feindliche Drohne nähert. Oh, 2-7. Mama. Bin schlecht. Oh, lol. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Wir verlieren diesen Kampf. Ich weiß, dass wir diesen Kampf verlieren. Ich merk's, Junge. Auf die Beine! Boah, ich hasse diese Wichser mit ihrem scheiß C4, ey. Das kann doch alles irgendwo nicht mehr wahr sein. Werfe Rauchgranate! B wird gesichert. Und wie schlecht ich halt einfach mal schieße, Alter. Kann doch wohl nicht wahr sein. Boah, meine Hände sind doch so schwitzerig und klebrig und rutschen vom Stick ab, ey. Das kann gar nicht wahr sein. Ich krieg grad voll das Kotzen. Und er läuft hier mit dem Messer rum, weißt du, aber du bist so eine Nutte. Die stehen an allen Seiten. Ja, an allen Seiten. Ich krieg ein zu viel, diese Bastarde, ey. Ich komm, der kommt, schieß gleich, weil ich weiß, dass der ist. Guck mal, wie der schon anvisiert hat, der Wichser. Boah, ist das ein Unfall. Ist das ein Hurenkind. Ganzen Tag nicht besseres zu tun, als Black Ops spielen, ey. Sucht euch mal ein Leben. Lol. Alter, dann läuft er mir die ganze Zeit hinterher. Weil er nichts Besseres tut. Stirb doch endlich! Mein Gott, Alter! Feindliche Drohne nähert sich. Achtung, feindliche Vorräte unterwegs. Wir verlieren Charlie. Und er wirft sein C4, weil er der Kugelkopf ist. Bist du ein geiles Tier, Alter? Boah, ich mich auf. Boah, wie schlecht ich spiele. Es geht in die Geschichte ein als inkompetentestes Spiel meiner selbst, das ich jemals gemacht habe. Er läuft mir wieder hinterher. Stirb doch einfach. Mein Gott, ey. Wir verlieren C. Bewegung! B wird gesichert. Bewegt sich was? Verlieren wir auch noch. Wir werden beherrscht, aggressiver vorgehen. Alter. Diese Runde haben wir verloren. Alter. Aber es ist noch nicht vorbei. Bereit machen euch das für die mal nächste. Rein, ey. Boah, wie mega schlecht das einfach ist. Also wirklich mega, mega schlecht. Erwischt. Halbzeit. Boah, ich glaube, ich bin der Inkompetenteste aus meinem. Oh. Herrschaft. Ich glaube, ich bin der. Ja, ich bin der Inkompetenteste aus meinem Team. Ziele einnehmen. Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Da waren die anderen Runden aber wesentlich sympathischer, muss man einfach mal so sagen. Da war er wieder, dieser scheiß Kugelkopf, Alter. Nicht mal richtig schreiben kann er. Leser Rechtschreibschwäche, wahrscheinlich so ein 5-jähriges Kiddy. Warum? Was? Oh Gott. Gefahr eliminiert. Verbündete Drohne nähert. Das Magazin. B wird gesichert. Steht ein Geschütz. Scharfschütze! So. Na dann ist ja alles in Ordnung. Dann erlaube ich das natürlich, wenn ein Geschütz. Auf die Beine! Mensch.
geschützt steht, dann erlaube ich das natürlich. Dann darf das ja auch stehen bleiben, das ist ja kein Problem. War hier irgendwo gerade Sniper? So, Geschütz ist down. Fuck! Granate! Der Feind hat B eingenommen. Hab ich da nicht schnell genug gesehen. Wir verlieren Alpha. Der Feind hat B eingenommen. B wird gesichert. Auf die Beine! B ist abgesichert. Der Feind hat A. Waffe leer! Feindlicher Orbitalsatellit online. Erstmal B gesichert. Und da ist wieder dieser Google-Kopf! Boah, regt der mich auf. Lief doch einfach mal das Alter von allen Seiten. 622, genau. Feindliche Drohne nähert sich. Nicht schlecht. Auf die Beine! Wir verlieren Bravo. Ich krieg echt ein Ziel. Alpha wird gesichert. Auf die Beine! Schuss bestätigt. Hab ich irgendwas anderes? Naja, ich habe sonst auch nur Bullshit. Ich mach mal direkt durch. Ich probier's einfach mal. Wir verlieren Bravo. Man hat jetzt zwar nichts drauf, aber ja, mein Gott. Auf die Beine! Wir hatten da gerade schon wieder auf mich geschossen. Alter, von wo denn? Ja, aus dem scheiß Zug, Junge. Da bist du auch geboren drin, ey. Bahnhofkind, ey. Wir verlieren A. Kann ich auch. Feindlicher Blitzschlag. Ein Semi, Junge. Das ist der Hammer. Der steht den ganzen Tag drin und hat 32-4. 32-4, weil er den ganzen Tag da drin hat und nichts Besseres zu tun hat. Das kann es da eigentlich gar nicht geben. Da ist er. Wir verlieren A. Das ist ein Abschuss. Leer geschossen! Erschütterungsgranate geworfen! Boah, jetzt ist der da vorne raus und nicht verreckt, oder was? Da kommt so ein Billigabstauber, wa? Das ist der Hammer. Den kriegt man auch echt nicht down, den kriegt man. Ey, ich will einfach nur noch. Scheiß auf meine KD, ich will den einfach nur noch tot sehen. Ich will den tot sehen. Ich will den tot sehen. Mehr will ich gar nicht. Haftgranate geht raus! Erschütterungsgranate geworfen! Bewegung! Wo ist denn der jetzt hin? Wir verlieren ich Bravo! Der Zeitplan ist in Gefahr. Der Zeitplan ist mir scheißegal. Junge. Erschütterungsgranate geworfen! Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, der ist mir wirklich schnurzpiep. Alter! Durchdrehen. Wir verlieren B. Wie ich endlos schlecht spiele. Feindliche Drohne nähert sich. Wie ich endlos schlecht spiele. Richtig dumm spiele ich einfach. Wir verlieren Alpha. Richtig, richtig. Alle Flaggen schlecht. Gesichert. Positionen halten. Das wird knapp. Kämpft entschlossener. Halten denn das, glaube ich, nicht feindliche mehr. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Alter. Ja genau, ich spiele mit einer Panzerfaust. Und warum? Weil ich Bock drauf hab. Weißt du, behindert oder so? Wir verlieren Alter, Bravo. Ohne Witz, verlieren wir jetzt wegen so wenig Punkten? Ach, das ist doch Bullshit. Ey, mit 160, das kann doch nicht wahr sein. Ey, wegen 5 Punkte. Alter, 7 zu 32. Guckt euch das mal an. 32. Boah, bin ich schlecht, oder was? Nee, das gar nichts. Das ist ja absolut gar nichts. Wie lange läuft denn die Aufnahme überhaupt schon? Ah ja, fast 20 Minuten. Ja, ist ja wunderbar. Das reicht ja auch. Das reicht ja auch. Das ist ja mehr Blamage, als ich überhaupt vertragen kann. Ich weiß nicht, was heute los ist. Muss ich dazu sagen. Kann ich mal wenigstens Story verlassen. Und noch das erwähnen, was ich wollte. Nämlich mein Buch, was ich gerade lese. Es ist
ein Star Trek Roman. Ja, ich bin ein sehr großer Star Trek Fan. Ich kenne die Serien alle, auch die ganz alte noch, die Original Series mit Captain Kirk. Und habe mir im Laufe meines Lebens alle Staffeln, ich habe natürlich nicht live miterlebt, sondern alle Staffeln im Leben nachgeholt. Auch so Staffelmarathons und so weiter durchgeführt. Also ich liebe diese Serien. Kenne mich damit super aus, fast schon zu gut eigentlich. Und jetzt ist eine neue Reihe rausgekommen, Star Trek, der Typhon-Pakt. Spielt nach den Geschehnissen aus einer anderen Romanreihe, die wiederum nach den Next Generation Kinofilmen und den Serien Deep Space Nine, Next Generation und so weiter spielen. Und das ist doch meine Lieblingstrilogie, Star Trek Destiny heißt die, und davon halt jetzt eine Fortsetzung, beziehungsweise eine neue Romanreihe, die danach spielt, vom gleichen Buchautor David Mack. Und da habe ich jetzt dann, die kam jetzt im Juni raus, zum 1. Juli so glaube ich sogar, zum 12. Juli kam sie raus. Gar nicht, war zum 12. Juni, so rum. Wurde leider erst geliefert, kam ein bisschen verspätet an. Star Trek Typhon Pakt, Nullsummenspiel der Band 1, davon gibt es auch vier Teile. Ich habe es bis jetzt gelesen, eine Nacht dann bis 6:30 durchgelesen, also 5 Stunden, und ganz großes Buch, ganz toll, und mit meinem kleinen Romanwissen verabschiede ich mich dann jetzt für die heutige Folge von Nickels Battle Log. Mehr als genug, es war quasi eine Blamage für mein gesamtes Leben, von dem mir noch meine Enkelkinder in circa 50 Jahren erzählen werden, wenn es dann heißt, du Onkel Nickels, ne, gar nicht Onkel Nickels, Opa Nickels, weißt du noch, ich habe gestern durch Zufall geguckt, die 6. Folge von Nickels Battle Log. Voll scheiße, du bist voll der Kackbuhn, das kriegt ja sogar mein kleiner Bruder hin, und der ist erst 3 mit seinen kleinen Zeigefingern. Ja, ja, genau so werde ich das mir anhören dürfen. Von daher, wie gesagt, vielen Dank fürs... Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.